Hi, also wie man sieht, ich habe mir einen Bauwagen gekauft. Ja, und den möchte ich jetzt umbauen. Und da schneide ich jetzt ein paar Zusammenschnitte so rein und mache vielleicht so eine Videoserie mit vielleicht 10 Videos. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, ob das interessant ist oder nicht. Ich persönlich interessiere mich dafür und ich will jetzt auch eigentlich nicht so viel labern. Deswegen seht ihr jetzt einfach mal ein paar grobe Ausschnitte, wie das herkam und wie wir damit rumgefahren sind bis jetzt. So, nachdem ihr jetzt so ein paar Videos, kurze Ausschnitte gesehen habt, wie wir mit dem Ding hierher gefahren sind erstmal, geht es jetzt los ans Ausräumen. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust darauf, weil hier innen drinnen sieht es nämlich so aus. Aber es hilft ja nichts, weil wenn ich das ausbauen will, muss ich das auch ausräumen. Deswegen geht's jetzt los. So, also jetzt habe ich alles rausgeräumt, was drin war. Jetzt sieht es aktuell so aus. Der große Raum hier ist leer und der kleine Raum hier jetzt auch. Wahrscheinlich mache ich jetzt hier außenrum die Reflektoren und so weiter, schraube ich das ab. So das hier und die Lichter hier hinten und so. Und was halt alles noch außenrum ist und dran geschraubt ist und so. Und dann mache ich außen die Bretter erstmal weg, also die hier. Alles weg. Also ich habe jetzt den ganzen Krempel da außenrum abgeschraubt. Habe ich jetzt nicht gefilmt, aber das ist alles, was da draußen war. Halt das 25 km/h Schild, das Typenschild, der ganze Krempel heißt so. Ja, und jetzt fange ich an, erstmal die Hölzer rauszureißen. Eigentlich wollte ich die Tür noch ein bisschen drin lassen, aber so wie es aussieht, bin ich dumm und habe gerade das letzte Brett auch da weggemacht. Ich habe gedacht, das ist draußen dran, aber das ist der Türrahmen schon und jetzt geht die Tür nicht mehr zu, wie man sieht, weil okay. So, also jetzt am nächsten Tag. Ich habe gestern nicht mehr weitergemacht, weil ich gedacht habe, sonst muss ich das Holz zweimal runterreißen, weil die Stücke, die da sind, die kriege ich nur weg, wenn ich die Markise abschraube. Und das mache ich jetzt, damit ich einmal das Holz wegmachen kann und nicht zweimal. Zu der Szene muss man sagen, ich habe es davor sogar mit einem Gabelschlüssel probiert, aber das hat alles durchgedreht und ich konnte leider nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sein. Wunderbar, oder? Also nachdem die Markise jetzt weg ist, konnte ich die Bretter schön alle im Ganzen runternehmen, beziehungsweise konnte die Stückchen halt dann auch oben wieder rausziehen. Die Szene habe ich jetzt noch so geschnitten, außenrum die restlichen Bretter vom Bauwagen habe ich einfach einen kleinen Zeitraffer gemacht. Der wird jetzt auch gleich dann einfach smooth übergehen. Im Timelapse-Modus jetzt kann ich ja mal ein bisschen was zur Vorgeschichte vom Bauwagen erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Und wie ich generell auf das Thema Bauwagen, Tiny House und so weiter, wie sich das entwickelt hat.
Und zwar, früher wussten wir als Freundesgruppe nie so wirklich, wo wir jetzt unseren Feierabend verbringen können oder halt einfach mal am Wochenende ein bisschen feiern können und so weiter. Vor allem im Winter, weil im Winter war es kalt und es war immer früh dunkel. Und ja, und dann habe ich gedacht, dass ich mir einen Wohnwagen kaufe und den auf mein Stückle stelle, einfach so wie er ist. Einfach nur halt zum Reinsitzen und so, also nichts wirklich großartig umbauen. Und dann kam ein Kumpel von mir auf die Idee, was ich von Bauwagen denn halten würde. Und dann habe ich erstmal gesagt, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Dann habe ich mich ein bisschen informiert an dem Abend auch noch. Das war mehr oder weniger, konnte man sagen, eine Schnapsidee so. Aber am Ende vom Abend sind wir dann darauf gekommen, dass wir zu viert am Anfang erstmal auch so einen Bauwagen bauen wollen, wie es manche anderen schon getan haben. Und ja, dann haben wir uns halt öfters mal am Wochenende getroffen, den Bauwagen geplant, das Material bestellt, die Arbeitsschritte sind wir zusammen durchgegangen und so weiter und haben halt einfach mal angefangen. Wir hatten eigentlich grundlegend keine wirklich Ahnung, was wir da machen. Wir haben es einfach mal ausprobiert so. Und leider mussten wir den jetzt auch letztens erst verkaufen, weil wir konnten den nicht mehr auf meinem Stückle stehen lassen, weil die Gesetzeslage da ein bisschen unklar ist, was jetzt als Gebäude oder was jetzt als Hütte definiert ist oder halt als Wohnwagen, wie auch immer. Naja. Also jetzt ist die Schalung komplett außenrum weg. Jetzt habe ich aufgeräumt und jetzt geht's los mit dem Styropor. So, also jetzt habe ich das ganze Styropor von hinten raus. Das liegt jetzt alles hier. Und jetzt geht's innen drinne weiter. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, das sind jetzt die ganzen Kabel und die Kabelkanäle, die ich gerade weggemacht habe. Und jetzt geht's los mit den Wänden.